was ein zusätzlicher Radiator bringt und wo man ihn am besten in den Kreislauf einbinden könnte, das klären wir hier in dem Video. Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich meinen Kühlkreislauf im Rechner ändern und mir einen zusätzlichen Radiator einbauen, um die CPU-Temperatur noch weiter zu senken. Bei einer Custom-Wasserkühlung hat man natürlich die Problematik, wie man den Kühlkreislauf aufbaut. Den klassischen Kühlkreislauf aus der CPU raus, durch die zwei Radiatoren, Pumpe rein, von der Pumpe aus in die Grafikkarte rein und von da aus wieder in die CPU rein. Problematisch ist es natürlich beim Gaming bzw. beim Zocken. Die Grafikkarte läuft auf Hochtouren, die CPU vielleicht bei 20-30%. Dennoch wird die CPU ziemlich warm und dafür gibt es einen Grund. Die Grafikkarte heizt die Flüssigkeit auf. Die aufgeheizte Flüssigkeit wandert durch den CPU-Block. Der wiederum heizt die CPU auf, obwohl die CPU vielleicht 10-15 Grad kühler sein könnte. Ich mache Folgendes. Ich habe hier noch einen 140er Radiator, den habe ich mir zuschicken lassen. Den setze ich im Hack ein, da habe ich sowieso schon einen 140er Lüfter. Gehe von der Grafikkarte aus gleich in den Radiator rein. Der wiederum kühlt die Flüssigkeit schon leicht runter, damit die nicht mehr unter vollen Temperaturen durch den CPU-Block läuft. So viel zur Theorie. Ob das jetzt wirklich in der Praxis tauglich ist, beziehungsweise ob das wirklich funktioniert, ist eine andere Frage. Das werde ich dann zum Schluss sehen. Das DV17 unterstützt offiziell wirklich nur 120 mm Radiatoren. Den wollte ich mir nicht reinhauen. Ich habe es vorher gemessen gehabt. Laut der Produktbeschreibung meines Händlers ist er nur 170 mm lang. Ich habe es gemessen. Aber mir gesagt, bekomme ich rein. Passt. Und als ich den bekommen habe, steht natürlich hier drauf 172 mm. Und 2 mm könnte entscheidend sein. Der Radiator soll natürlich erst ans Case und auf dem Radiator der Lüfter. Dann, wie gesagt, hier aus der Pumpe das kalte Wasser in die Grafikkarte, von der Grafikkarte aus in den Radiator und von dem Radiator aus wieder in den CPU-Block. Theoretisch sollte es auf jeden Fall meine CPU kühler halten. Und ob es in der Praxis wirklich so aussieht, werden wir am Ende sehen. So soll ich ran. Habe auch genug Luft, da es passt. Aber ja, die Löcher passen nicht. Und zwar um 2 mm. Ja, in etwa. Das heißt, ich muss bohren. Das war ja klar, da offiziell von Fragile Design wirklich nur 120 mm Radiatoren unterstützt werden. Ich messe das jetzt aus und bohre mir einfach 4 neue Löcher. So, Radiator mit Lüfter ist drin. Schrauben habe ich jetzt nur 3 genommen. Von der Glasscheibe, der Hebel ist hier dran, deswegen kann ich hier oben keine reinmachen. Und mit 3 Schrauben, es hält. So, und dann kann man so befüllen. Wie ihr seht, also vorher bin ich von hier gleich hier reingegangen. Jetzt einfach nur wie eine Schleife bin ich durchgegangen. In den Radiator rein, aus dem Radiator raus und dann in den CPU-Block. Gut, dann schalten wir mal die Pumpe ein. Und schalten sie wieder aus. 700 ml habe ich jetzt schon drin. Jetzt ist aktuell voll. So, dicht ist auch alles. Das ist das Wichtigste. Ja, Rechner ist soweit fertig. TimeSpy Extreme Stress Test läuft auch gerade durch und müsste gleich fertig sein. Und dann schauen wir mal nach den Temperaturen. Oh, unglaublich. Der ist zum zweiten Mal laufen, also nicht zum dritten Mal. Ich habe ihn jetzt wirklich nur zweimal durchlaufen lassen. Der hat gestartet, Temperaturen ja, bei 44 Grad CPU-Temperatur. Ging dann hoch bis 61, 62 Grad. Maximal Spitzentemperatur hatte ich war rund 70 Grad. Das sind wirklich rund 10 Grad weniger auf der Grafikkarte. Ja, das ist auch um die 60 Grad, das ist normal. Und im Hotspot 76, das sind dieselben Werte wie vorher auch. Wichtig ist ja wirklich die CPU-Temperatur, dass die unten bleibt. Und das macht es um 10 Grad. Ich bin ja begeistert. Ja, wie ihr gesehen habt, Temperaturen fantastisch. Rund 10 Grad im Durchschnitt
die ich senken konnte. Ich werde das jetzt im Langzeittest mal beobachten. Jedenfalls hat es was gebracht. Anders ist es in dem MIDI-Tower sowieso nicht möglich. Mir war jedenfalls wichtig, dass die Grafikkarte, die CPU, die vielleicht mit 30% Auslastung läuft beim Zocken, nicht so derbe hochheizt. Und das passiert jetzt nicht mehr, dank des zusätzlichen Radiators, der einfach dazwischen geschaltet ist, der die Temperaturen des Wassers einfach vorab schon mal ein Stück runterkühlt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht ist es der ein oder andere Denkanstoß für jemanden, der sich eine Custom-Wasserkühlung bauen will, dass er das vielleicht mit in Betracht zieht. Und sonst bei irgendwelchen Fragen, Anregungen, Kritik, wie immer unten in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, es kommt demnächst in Kürze noch ein weiteres Video über einen ziemlich derben Fail, der mir beim Umbau passiert ist. Das bitte mit anschauen, weil das ist wichtig. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.